Lass uns kurz das Video von KuchenTV gucken. Auch wenn ihr Jo, keinen Bock Freunde drauf des. habt, ich will wissen, was abgeht und ich will kurz wissen, was deine Meinung zu dem ganzen Scheiß ist. Erfolg ist. Momentan gehen ja auf YouTube die Twitch-Highlight-Kanäle wie zum Beispiel Kein Konzept oder Hungriger Hugo mega ab. Ja. Ich meine, Hungriger Hugo ist einfach all around auf dem YouTuber-Rang Platz 5 auf Nindo.de. Er ist einfach gerade der fünft erfolgreichste YouTuber. Bisher hatte auch kein Streamer oder YouTuber Probleme damit, dass er in diesen Best-ofs aufgetaucht ist. Ich bin von Anfang an schon sauer. Jetzt allerdings hat Papa Platte ein Video hochgeladen, wo er diesen Kanälen verbietet, seine Inhalte zu nutzen. Ich frage mich jetzt, also ich kann mir schon vorstellen, weil Kevin ein Statement gemacht hat, findet Tim jetzt hier haltlose Dinge oder Dinge, die er zum Fronten benutzen kann für den Grund des Videos? Ich weiß es nicht. Ich kann Kevins Perspektive verstehen, aber auch die Perspektive von anderen Leuten. Wir schauen uns das an. Das Ganze ist ja derzeit so ein wenig eskaliert, weil sich viele Leute eingemischt haben. Die einen sehen das so, die anderen so. Und ich weiß, ihr wollt die Meinung von KuchenTV. Fragt sich eigentlich ab, dass du eher seltener drin vorkommst in den Best-ofs und so Hungriger Hugo. Nein, ich zahle halt einfach nicht so viel wie Trimax und so. Ich will viele Klicks auf dieses Video. Ist doch perfekt. Eine Sache, die ich bei Papa Platte aber wirklich sehr uncool fand, war eine Aussage, die er über diese Twitch-Highlight-Kanäle in einem Livestream vor 2 Wochen gebracht hat. Da sagt er nämlich Folgendes. Es geht nur darum, wenn dann halt auf einmal diese Leute, die diese Clip-Compilations machen, denken, sie müssten dann irgendwie ihr Gesicht oder ihren Twitch-Link oder in dem Fall, was der eine Guy meinte, ihre Musik promoten. Das ist halt nicht part of the deal einfach. Warum? Also das finde ich nicht. Aber das ist meine Opinion. Es hat nichts zu suchen, was du privat machst. Dann auf einmal über... Die sind ja nicht nur Highlight-Kanäle. Nochmal. Ein Hungriger Hugo und kein Konzept sind Meme-Content-Creator in meinen Augen. Das sind keine normalen Highlight-Kanäle. Ein Highlight-Kanal ist Moin bin der Ben. Da wird uns geschnitten, da werden einfach die besten Clips aneinander geschnitten, ohne viel Aufwand. Ja. Passiert da auch was, aber das sind keine Highlight-Kanäle, die zwei, würde ich sagen. Die beiden setzen das in den humoristischen, eigen interpretierten Kontext und schaffen einen Mehrwert. Das ist so eine Sache wie ein Meme. Die erstellen Memes, die beiden. Stormedy und so haben auch so angefangen. Oder die ganzen US-Kanäle, die es halt so gibt. Ne? Deshalb finde ich es in meinen Augen nicht schlimm, wenn die sich auch dann irgendwann selbst leaken, zeigen und sagen, hey, that's me. Ich bin die Person hinter dem Ganzen. Sollen die doch einen privaten Insta-Account machen? Juckt mich doch nicht. Wie da was aufbauen durch... Wir stellen halt nur Memes von Streamern. Ja, weil wir goddamn Kekos sind und einfach Grundlage für Memes sind, weil wir fucking Memes sind. Uns. Weil das finde ich... Aua, mein Herz! Einfach irgendwie Trash. Alleine das finde ich halt schon mega respektlos. Ich meine, aus welchem Grund... Mega respektlos ist es jetzt nicht, Digga. Es ist... Eine schwierige Aussage. Darf denn ein Hungriger Hugo keinen privaten Instagram-Account haben? Ja, keine Ahnung, die Frage bleibt offen, weil Argumente bringt er dazu nicht. Das Einzige, was er sagt, ist, das ist Trash. Ja, toll. Für mich klingt das ehrlich gesagt einfach so, als würde Kevin diesen Kanälen halt einfach überhaupt nicht gönnen. Da springt KuchenTV jetzt ein bisschen auf eine Meinung auf, die viele Leute bei Kevin schon in die Kommentare geschrieben haben. Das finde ich ein bisschen biased, muss ich sagen. Kevin hat ganz klar gesagt, er möchte... aus einem gewissen Kontext nicht mehr. Nämlich aus dem Kontext heraus, dass seine Clips für seinen eigenen Highlight-Kanal benutzt werden, weil es sein Content ist, ist vollkommen fein. Nicht, dass seine Clips benutzt werden weiterhin. Und das hat nichts mit nichts gönnen zu tun. So von wegen, gönn doch, Bruder. Das ist so ein ganz weirdes Mantra. Gönn doch, mach kein Auge. Das ist Schwachsinn. Das ist Kevins Urheberrecht, Kevins Content, also kann er das auch nutzen. Was jetzt hier vielleicht unter nicht gönnen fällen könnte, ist dieses... sich was Eigenes auf Instagram aufzubauen und so. Man muss da mal ein bisschen differenzieren, in meinen Augen. Er sagt dazu später auch noch Folgendes. Bro, die Leute abonnieren halt, weil sie uns sehen wollen. Die wollen nicht nur dich oder den Trimax sehen, sondern die wollen das ganze Video sehen in einem humoristischen Kontext. Wie gesagt, das sind nicht nur auseinander zusammenhangslose Clips. Und das ist auch okay und du kriegst dafür auch Geld und so, all good. Aber dann halt sich da hinzustellen und dann sich selber zu promoten, ist halt so nicht part of the deal, so. Aber das ist auch nicht ein bisschen abgehoben. Ich verstehe so ein bisschen, dass er... da mad ist, weil er seinen eigenen Content halt selber nutzen möchte. Das verstehe ich. Was ich meine? Auch das ist halt einfach nur zur Hälfte richtig. Ja, teilweise werden Leute Hungriger Hugo abonniert haben, einfach weil sie halt die da vorkommenden YouTuber sehen wollen. Allerdings, und das sagt Kevin auch selber, bearbeitet Hungriger Hugo die Clips wirklich sehr stark. Also er editiert da wirklich eigene Geschichten draus.
Genau, das meine ich halt. Und macht da einfach sein eigenes Ding mit. Hugo wird also definitiv nicht nur wegen den YouTubern gefeiert, sondern auch wegen seinem Humor, den er in die Clips mit einfließen lässt. Sonst wäre er ja auch nicht auf Platz 5 der YouTuber in Deutschland. Ja gut, jetzt auf einer Tabelle zu argumentieren, weiß ich jetzt nicht. Hugo hat sich jetzt ja tatsächlich ein privates Instagram-Profil gemacht und innerhalb weniger Tage hat er dort mehr als 20.000 Follower erreicht. Also die Leute interessieren sich ja schon für ihn, denn wenn er als Person nicht interessant wäre, dann hätte so ein privates Profil auch nicht so viel Anklang gefunden. Liegt natürlich darunter, dass halt alle wissen wollen, wie Hungriger Hugo aussieht, ne? Das Ganze zählt natürlich auch für alle anderen Clip-Highlight-Kanäle. Nur weil jemand damit angefangen hat, Best-ofs von irgendwelchen YouTubern oder Streamern zu machen, heißt das ja nicht, dass man sich dadurch dann nicht selber irgendwas aufbauen darf. Wie gesagt, muss man für die Leute ja auch immer noch interessant sein. Denn nur weil du Best-of-Sachen hochlädst, heißt das nicht, dass dir direkt alle auch auf irgendwelchen privaten Kanälen folgen. Außer du bist halt irgendein unentdecktes Talent und einfach krass. Und was damit, das ist kein Part of the Deal meint, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also, weiß nicht, hast du Verträge mit denen abgeschlossen? Also ja, Kevin hat Knebelverträge mit allen abgeschlossen, unter anderem mit mir. Und ich muss dreimal im Monat, im Jahr, muss ich Kevins Dick in den Mund nehmen. Sonst kriege ich tatsächlich eine Anzeige, Chat. Es wäre cool, wenn ihr mir vielleicht da raushelfen könntet. Christian Solmecke, vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Also, jeder muss das doch für sich entscheiden, was er daraus macht oder nicht. Ich finde diese Aussage schon mega abgehoben, denn Kevin hat halt überhaupt keinen Nachteil dadurch, dass zum Beispiel ein hungriger Hugo oder auch irgendein anderer Twitch-Highlight-Kanal-Ersteller-Typ sich ein privates Instagram-Profil macht oder einen eigenen YouTube-Account startet oder Musik macht oder sonst irgendwas. Das ist halt für mich einfach dieses typisch deutsche, oh, ich gönn dem aber nicht. Ja, das mit dem privaten Insta war sehr dumm, Ausdruck von Kevin, no joke, das fühle ich in Stücken. Was ich halt einfach nicht nachvollziehen kann. Und Kevin scheint das auch nicht nachzuvollziehen können, weil, wie gesagt, hat er ja kein Argument dazu gebracht. Und hungriger Hugo steckt wahrscheinlich mehr Arbeit in seine Videos als du in deine Streams. Bam, Digga. Ah, also das ist jetzt auch mehr Arbeit. Woran bemisst man das? Stunden, Geld, Arbeitsaufwand? Weiß ich jetzt nicht. Digga, Hugo, wir sind so. Papa Platte hat dann ein paar Tage später ein Video auf... KuchenTV will aber auch ganz hart in die Compilation rein wieder, oder? Tim hat gerade auch ein bisschen Bock wieder in die hungriger Hugo Compilations reinzubekommen. Bro, du kannst den Dick auch bis zum Hals reinnehmen. Wenn du nicht lustig bist, dann bist du nicht lustig. ...auf seinem Hauptkanal hochgeladen, wo er unter anderem Folgendes gesagt hat. Oder fast jeder Clip davon. Schon bei Ben, kein Konzept oder hungriger Hugo oder diesen anderen Clip Compilations gewesen. Und ihr habt es halt schon gesehen. Und ich finde halt, dass es dadurch halt nicht so richtig Sinn macht und irgendwie auch die Qualität vom Best of mindert. Weshalb ich mich dafür entschieden habe, ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip Compilations zu sehen. KuchenTV sieht jede Markenklamotte aus wie vom Grabbeltisch. Ach man. Als allererstes, Papa Platte hat natürlich das alleinige Recht zu entscheiden, was mit seinem Content passieren soll oder nicht. Wenn er nicht mehr in diesen Clips gezeigt werden möchte, dann ist das absolut legitim. Und wenn er wieder anfangen möchte, Best-ofs zu machen, so wie er das ja früher auch schon gemacht hat, dann ist das natürlich absolut in Ordnung. Ich finde die Argumentation aber etwas schwammig, um ehrlich zu sein. Denn Papa Platte möchte ja jetzt nicht mehr, dass diese Clips benutzt werden, weil die halt sonst bei Kein Konzept und Hungriger Hugo gezeigt werden, bevor er sie selber nutzt. Er hat ja quasi Angst dadurch, dass die Best-ofs dann nicht mehr so gut ankommen oder halt langweilig sind, weil man halt schon alles gesehen hat. Das Ding ist, erstens weiß man ja, bevor man die Videos anklickt, sowieso nicht, welche Clips da drin sind. Ja gut, aber sau viele Leute sehen die halt. Also, invalides Argument, 1 Million Leute sehen Hungriger Hugo Video. Da kann ich Kevin nachvollziehen und Hungriger Hugo und kein Konzept haben, da Kevin auch zugestimmt. What the fuck? Das heißt, seine Zuschauer werden da trotzdem draufklicken. Und zweitens werden halt auch safe nicht alle Clips und wahrscheinlich auch nicht mal die meisten schon vorher benutzt worden sein. Ja, da Papa Platte von sich ja einfach das Beste reinnimmt. Kein Konzept und Hungriger Hugo, aber nur das Beste vom Besten. Also halt wirklich nur die allerbesten von Papa Platte, weil da sind ja noch 10, 20, 30 andere Streamer mit in den Videos. Die Leute. Man kann das als Cross-Promo nehmen, aber. Wenn Kevin das nicht will, dann will er das nicht. Fertig. Die sich halt die Best-ofs von Papa Platte ansehen wollen. Die wollen auch wirklich zu 100% Papa Platte. Und wenn da wirklich ein richtig lustiger Clip drin ist, dann hat, glaube ich, auch keiner ein Problem damit, sich das Ganze zum zweiten Mal anzugucken. Ich glaube persönlich nicht, dass die Best-ofs dadurch schlechter werden oder weniger Klicks bekommen. Aber wie gesagt, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass Papa Platte natürlich der Erste sein will, der seinen eigenen Content benutzt. Absolut legitim. Ich finde persönlich auch die Aussage von Stay etwas schwierig. Der hat ihm nämlich jetzt vorgeworfen, dass das ja mega doppelmoralisch ist, weil er ja selber noch auf Content von anderen reagiert. Aber wie gesagt, geht es Kevin ja einfach darum, dass er halt der Erste sein möchte, der sein Content verwendet. Der seinen eigenen Content benutzt und Kevin reagiert ja auf den Content von anderen. Das machen ja andere auch. Also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt... Ja, es ist ein bisschen
schizophren, so. Ich check schon, was Data angreifen möchte, aber... Wertet. Es ist ja immer noch komplett legitim, auf die Videos von Kevin zu reagieren und das Ganze hochzuladen. Zumindest hat er das halt nicht verboten. Deswegen sehe ich da persönlich auch keine Doppelmoral. Ja. Die Videos, auf die man reagiert, die sind ja halt schon vorher online. Also das wurde ja quasi schon verwertet. Und dann darauf zu reagieren, ist ja was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel den zweiten Teil von dem Rezo-Zerstörungspolitiker-Video nehme, jetzt eine Reaction hochlade und er dann zwei Wochen später erst den zweiten Teil hochlädt, was dann wahrscheinlich weniger gucken, weil es haben ja schon alle gesehen. Eine Person, die sich dann ebenfalls dazu geäußert hat, ist der liebe Montana Black. Und auch da fand ich leider einige Aussagen halt nicht so klug. Auch da schauen wir natürlich mal rein. Dass Montana Black nicht kluge Aussagen trifft. Einfach als Beispiel, sagen wir, Papa Platte ist ein Regisseur und er bringt einen Film raus. Und bevor dieser Film in den Kinos erscheint... Ja, habe ich ja auch schon gesagt, dieser Vergleich ist komplett gaga. ...sind die besten Szenen aus diesem Film in Film-Best-of-Kanälen. Und das heißt, das Beste vom Besten haben die meisten eigentlich schon geschaut. Wer geht dann noch ins Kino und schaut sich den ganzen Film an? Also, ich würde sagen, dass man den Filmtrailer eigentlich schon so ein bisschen als Best-of bezeichnen kann. Aber auch auf einer anderen Ebene hinkt der Vergleich ganz schön. Der Unterschied zwischen einem Film und einem Livestream ist ja vor allem der, dass beim Film eine zusammenhängende Geschichte innerhalb des Films erzählt wird. So wie bei mir im RP. Selbst wenn du die besten Szenen eines Filmes kennst, dann willst du ja trotzdem vielleicht noch wissen, wie die Geschichte generell gelaufen ist, wie sie zu diesem Punkt gekommen sind. Vielleicht fandest du auch einfach die Schauspieler gut oder die Kameraführung oder das Thema hat dich einfach interessiert. Wenn du die besten Szenen eines Filmes gesehen hast, dann kann es sehr gut sein, dass du am Ende sogar noch mehr Bock darauf hast, den Film zu sehen, weil du vielleicht auch einfach die Handlung interessant fandest. Weiter geht das Ganze dann so. Und durch die Highlight-Kanäle kriegen wir voll viele neue Zuschauer. Clips auf Twitch öffentlich verfügbar und in dem Sinne schon veröffentlicht. Hier geht es halt um das Geld, wenn die Zuschauer Clips auf YouTube gucken. Auf die Spitze getrieben ist es doch, wenn eine veröffentlicht, ergo kann es genutzt werden. Nein, das ist falsch, weil das Exklusivrecht, das besteht immer noch beim Streamer und nur weil der Stream nachher veröffentlicht ist mit den Clips, ist das ja noch lange nicht auf YouTube veröffentlicht worden, wo sich dadurch nochmal monetarisierbarer Content rausziehen lässt. Und das steht natürlich demjenigen zu, der das als Originalurheber quasi auch erstellt hat, in dem Sinne Kevin. Und ich muss diese Leute, die so etwas schreiben, leider in die Realität zurückrufen. Das ist nicht die Wahrheit. Die so ein Highlight-Video gucken, nehmen sich danach noch die Zeit und googeln den Künstler ihres Lieblingsclips, geschweige denn, sie gucken in die Videobeschreibung und klicken die 10 Künstler, die da drin waren, alle einzeln und abonnieren die. Also mich haben auch schon echt viele Leute angesprochen, meinten, ich kenne dich von Hungriger Hugo. Was ich unglaublich cringe finde, weil ich das schon seit 7 Jahren mache. Schade. Lustigerweise hat Monte später dann nochmal mit Elotrix drüber geredet und im Chat von Monte haben richtig viele Leute geschrieben, dass sie das tatsächlich machen. Also sie gehen anscheinend wirklich in die Beschreibung und folgen dann den Leuten, wenn sie den Clip lustig gefunden haben. Aber auch darüber hinaus versteht Monte, glaube ich, das Konzept der Werbung nicht so ganz. Selbst wenn die Leute dir nicht direkt folgen, weil die irgendeinen lustigen Clip von dir in so einem Best-of gesehen haben, steigt als Streamer und als Person des öffentlichen Lebens einfach dein Wiedererkennungswert. Wenn die Leute irgendwann auf Twitch sind und deren Lieblingsstreamer sind vielleicht nicht online und die suchen nach neuen Personen, dann sehen sie eventuell deinen Namen oder sogar dein Gesicht und werden da viel eher draufklicken, weil die halt was Positives mit dir assoziieren. Im Endeffekt würde es ja auch keinen Sinn... Kenn ich auch von Hugo, ich war bis vor einem Jahr nicht auf YouTube oder Twitch. Achso, also Hugo hat ja privat von mir erzählt. Mega chillig, Digga, danke. Sinn machen, das sind... der Allianz Arena Werbung für Audi, Telekom, Allianz oder Adidas geschalten wird, denn die Firmen kennt halt schon jeder. Und nur weil ich da Telekom gesehen habe, werde ich ja nicht direkt loslaufen und mir einen neuen Telekom-Vertrag holen. Doch, so ist das bei mir. Wenn ich ein Markenlogo sehe, muss ich das sofort kaufen. Ich bin sehr beeinflussbar und dumm. Aber wenn ich dann in dem Bereich tatsächlich irgendwas brauche, zum Beispiel neue Sportschuhe, und ich habe immer wieder Werbung von Adidas gesehen, dann werde ich ganz unterbewusst zuerst an Adidas denken und wahrscheinlich auch eher da meine Schuhe holen. Ja. Und genau das gleiche ist halt mit den Best-of-Kanälen der Fall. Selbst wenn die Leute dir nicht direkt folgen, kann das halt trotzdem einen riesigen Nutzen für dich haben, wenn du des Öfteren in diesen Compilations gezeigt wirst. Daher finde ich, dass Monte auch Unrecht hat, indem er sagt, dass er nur der Kanalbetreiber davon profitiert, weil er Geld bekommt. Ja, mag sein, dass die einzelnen Creator so jetzt erstmal kein Geld davon bekommen, aber auf lange Sicht kriegen... Es ist halt auch immer sehr kurzfristig gedacht, wenn halt alle denken, ja, Geld, so, das ist ja stupid. Es geht ja da, wie gesagt, um den Viralitätswerbungseffekt und auch einfach um nice Videos, die wir uns reinziehen können. Auch Mickey TV, sein GTA-RP, hat ihm durch Hugo safe Hype gegeben. Ja, ich finde es absolut berechtigt. Mickeys RP ist gut so, ne? Deshalb passt das. Ich finde es schade, dass Hugo mein RP nicht immer reinnimmt, sondern nur das aus der Perspektive von Gigant und
Deshalb, wie gesagt, werde ich jetzt 3 Strikes fahren lassen und Hugo einfach wegstriken, klar. Sie halt trotzdem Follower, sie werden bei Twitch als die krassen Streamer gesehen und früher oder später werden wahrscheinlich sehr viele Leute, die sich diese Best-ofs angeguckt haben, auch mal bei diesen Streamern vorbeischauen. Es ist also eine ganz klare Win-Win-Situation. Chat, eins in den Chat, wenn ich Hungriger Hugo und, kein Konzept ist korrekt, also Hungriger Hugo, wir schreiben gerade auch ein bisschen privat auf Instagram und versuchen gerade eine Geldsumme da zu bekommen. Ich habe noch gar nicht gesagt, eins in den Chat für was, ihr schreibt jetzt schon eins in den Chat. Eins in den Chat, wenn ich Hungriger Hugo wegstriken soll. Dann machen wir das einfach, oder? Dann zerstöre ich halt kurz eine Existenz. Persönlich gesagt, scheiße ich da drauf, oder Chat? Alles klar, das sind eine Menge Einsen. Wirklich, Chat, ihr seid das Letzte, Chat. Warum seid ihr so? Warum gönnt ihr nicht? Warum seid ihr so, Chat? What the fuck? What the fuck, Chat? Einfach nur cringe. Kein Konzept wird sehen, was er davon hat. Nur nicht für mich, weil ich bin in diesen Videos drin. Ja, weil du nicht lustig bist, TMKuchenTV, ne? Und auch nur einmal am Tag streamst, einmal die Woche streamst und da... Genau. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich persönlich finde es sehr unnötig, Papa Platte jetzt irgendwie als geldgeil oder arrogant hinzustellen. Ja, denn ja, im Endeffekt möchte Papa Platte einfach nur der Erste sein, der von seinem Content profitiert. Die Aussagen von wegen privater Instagram, ja. Und ich meine, es ist doch klar, dass wenn du etwas erstellst, dass du auch der Erste sein möchtest, der irgendwas davon hat. Deswegen fand ich den Tweet von Skurros auch echt schade, wo er Papa Platte genau das vorgeworfen hat. Ich habe früher Papa Platte immer lustig gefunden, aber nur angewogen und nicht geworden nach meiner Fan. Geld und Menschen war schon immer eine schwierige Kombination. Ja, ein bisschen verallgemeinert. Ich kenne Papa Platte jetzt persönlich nicht, beziehungsweise ich verfolge ihn jetzt nicht mega krass und ich weiß auch nicht, wie er früher gewesen ist. Aber ich finde alleine an der Aussage, dass halt Highlight-Kanäle deine Inhalte nicht mehr nutzen dürfen, weil du es selber machst, hat jetzt halt nichts mit Abgehobenheit oder Geldgeilheit oder so zu tun. Ich denke, warum Kevin von vielen Leuten so als Nichtsgönner gesehen wird, ist halt unter anderem auch der Ausschnitt, den ich euch am Anfang gezeigt habe, wo er sich ja darüber beschwert hat, ja, dass er es gut findet, dass diese Twitch-Highlight-Kanäle jetzt irgendwie eher... Alles klar, okay, super, haben wir es geklärt. Danke, Kuchen. Papa Platte mit einem Statement zum Abend. Hallo Freunde, grüße euch. Ey, diese Frisur ist so schlimm, no joke. Ich gehe morgen da mit einem Rasierer hin und mach's noch kürzer, Alter. Ich nehme das Video schon zum 7. Mal auf. Also sorry, wenn ich irgendwas weird sage. Buzzcut nennt man das, Digga. Das sieht eigentlich aus wie ein Buzzcut. Das sieht einfach wie eine Abrissbirne aus. Ich will das aber unbedingt jetzt noch gerade loswerden, weil es die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirrt. Und zwar habe ich mir dieser Dickhead, dieser andere Eck. TV-Video gerade angeguckt und dann war ja noch diese Twitter-Sache. Und im Grunde ging es quasi darum, dass ich mich entschieden habe dafür. Ganz kurz, Chat. Passiert jetzt Folgendes. Geht Kevin jetzt an die Rudermaschine und legt einen Rückwärtsgang ein? Also wird jetzt quasi im Kajak, im Viermann-Kajak zurückgerudert? Ich bin gespannt. Meine Clips und so halt selber zu usen und nicht mehr so an, also das Hungriger Hugo, Ben und so weiter, kein Konzept und alle anderen Clip-Compilations, dass sie das nicht mehr verwenden dürfen, sondern ich für meine eigenen Best-ofs. Und der Clip, der da halt gezeigt wurde, war halt einer, wo ich das erste Mal darüber gesprochen habe und einfach ungeschönigt einfach meinen Gedankengang einfach mal rausgeballert habe, um mit dem Chat drüber zu reden, weil ich nicht genau wusste, ist das ein guter oder ein schlechter Gedankengang gerade. Keine Ahnung, mache ich häufig so. Und da habe ich halt gesagt, dass ich es halt nicht so fresh finde, dass die das halt usen und sie dann halt irgendwie streamen oder Placements damit machen oder ein Instagram machen oder so, keine Ahnung. Aber Placements haben sie ja noch nicht gemacht. Also das wäre jetzt ein Punkt gewesen, wo ich sage, ja, würde ich auch nicht fühlen, wenn jetzt Hungriger Hugo seinen Instagram-Kanal dafür nutzen würde, um Placements zu schalten. Das wäre dann so ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Das kann aus seinem Privaten ja da vielleicht irgendwann mal machen. Was ich damit meinte, waren zwei bestimmte Fälle, nicht allgemein, sondern zwei bestimmte Fälle, und zwar einmal... Ich check's nicht, dass wir wieder in Deutschland so ein Beef haben, um nichts eigentlich schon wieder. Kann das sein, oder gerade? Ben, der halt ein 2-Minuten-Placement für eine Klamottenmarke reingeballert hat. Ja, fand ich uncool. Was in my opinion jetzt nicht so mega gefittet hat, keine Ahnung. Absolut uncool, weil das war aneinandergeschnittener Twitch-Content ohne Bearbeitung. Und Ben hat da jetzt nicht irgendwo noch einen scheiß Klamotten-Placement reinzuballern, Bro. Das muss nicht. Und da habe ich auch mit vielen anderen vorher drüber gesprochen. Die hatten halt dieselbe... Guckst du dir noch das Video von Skurros an? Ja, würde ich jetzt gerne machen. Das geht, glaube ich, 3/4 Stunde. Und danach ziehe ich mir direkt einen Twitch-Bann, Bro. Ansicht... So. Und das hat er aber auch nur einmal gemacht, deswegen da auch no hard feelings so. Und die andere Sache war eine Clip-Compilation, beziehungsweise eine mehrere von einer Person, dessen Namen ich aber leider nicht mehr kenne. Das war mein Kanal, ja. Mein Kanal Papa Platte Best Of. Der halt so die Clips mega lieblos aneinander geballert hat und dann halt so seinen Twitch-Account promotet hat und gesagt hat, hey Freunde, ich streame übrigens jeden Tag, was geht ab? Und das fand ich halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen wack einfach, keine Ahnung.
So darauf war das bezogen mainly. Und der zweite Grund war, was so in diesem Video halt vorkam, und das ist so der, der mir so, ja, ist mir so, weiß nicht, die ganze Zeit in den Kopf geschwirrt hat, so, weshalb ich dann auch irgendwie so 4-5 Stunden heute einfach so AFK rumsaß und mir so Gedanken zerbrochen habe, dass ich halt mega geldgeil wäre und den Hals nicht voll genug bekomme und so. Ja, das muss man schon sagen. Also Kevin ist persönlich gesagt sehr geldgeil. Der hat extrem viele Subs auf Twitch und hat noch nie was an mich zum Beispiel zurückgegeben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es schade. Ich finde es schade, Kevin hat hier diese riesigen Gamescom-Messe und ich trete da umsonst auch auf, sage ich mal, weil es ein Kollege ist, ne? Finde ich auch schade, finde ich auch schade. Ich kriege kein Geld dafür bei der Spielesause morgen und übermorgen. Finde ich sehr schade, Kevin. Also, ja. Ne? Und ich weiß nicht, sowas geht mir immer mega nah irgendwie. Mega, danke für deinen Sub. Halt, in my opinion und alle Leute, die mich halt privat kennen, auch null so bin. Also ich kenne dich privat und es ist alles gelogen, was er gerade sagt. Er ist komplett so. Dass ich halt Entscheidungen irgendwie based auf Geld mache oder nein, so. Nein, so Kevin ist no joke. Selbst wenn, dann wäre es vermutlich geldlich sogar wahrscheinlich das smartere Play, die weiter zu erlauben und im Stream zu gucken und hochzuladen auf meinem zweiten Channel so als Reaction. Weil dann kriege ich AdSets Money, habe Content in meinem Stream und kriege Viewerzahlen so. Weil das halt guter Content ist für viele Leute und das dann halt, also meine Viewerzahlen sind immer gestiegen, wenn ich das geguckt habe. So. Ja, ja, same bei mir. Das ist aber nicht die, also nicht der Grund oder so. Ich weiß nicht genau, warum Leute das denken oder warum das so hingestellt wird. Keine Ahnung, so ich mache diese Entscheidung nur aus dem Grund. Das ist der einzige Grund. Diese anderen Sachen sind alle nebenbei so. Ich mache diese Entscheidung nur, weil ich meine eigenen Best-ofs machen möchte und es aktuell einfach so ist, dass wir müssen halt so 4 bis 5 Wochen farmen quasi, bis wir halt ein Best-of fertig haben. Naja, du kannst dich auch ein bisschen dumm stellen, Kevin, dann kriegst du es auch schneller hin, ne? Also jetzt da nochmal vielleicht einfach ein bisschen dumm stellen, so wie Trimax, ne? Während halt ein Hungriger Hugo als Beispiel oder kein Konzept oder whatever, die müssen halt nur 3 bis 4 Clips haben von mir, dann haben die noch 3 bis 4 von Monte, 3 bis 4 von Trimax, whatever, und dann haben die halt ein fertiges Video. Das heißt, die können halt viel früher promoten. Dafür, uploaden meine ich, sorry. Dafür können die halt auch nichts. Aber es ist halt einfach so. Und ich fand halt oft, dass meine Best-ofs dann dadurch halt mega gemindert waren, so, weil die Clips halt schon 14.000 Mal durchgelutscht wurden. Und dann jeder in die Kommentarbox geschrieben hat, ja, hab ich schon alle gesehen bei Hohenlieder Hugo, so. Und das fand ich halt immer so ein bisschen. In die Kommentarbox haben sie es geschrieben. Medium sick dann. Und, ich fand das so medium sick. Kevin. Ey, deine Language. Auf der anderen Seite feiere ich aber halt auch meine Best-ofs von früher mega. Das sind meine favorite Videos und ich hatte auch das Gefühl, dass es in meiner Community immer sehr, sehr beliebte Videos waren. Und ich lade die aber einfach deswegen nicht so gerne hoch und das hat mich abgefuckt. Ja, okay, das ist aber nachvollziehbar. Ja. Das ist der einzige Grund, es gibt keinen anderen. Okay, dann ist doch eigentlich, dann gibt es wieder keinen Stress, Sache, ist doch alles geklärt. Auch so im Stream schon mehrmals angesprochen habe, ich weiß jetzt nicht, ob die in so anderen Videos schon irgendwie vorkamen oder so. Mhm. Aber das andere Ding war, dass ich ja darauf reagiere und es dann mega unfair ist so. Aber ich reagiere schon seit, ich glaube, 1 oder 2 Monaten nicht mehr auf so Clip-Compilations, weil ich es einfach persönlich aktuell nicht so enjoye. Ich enjoy es immer noch so. Was aber nicht so böse gemeint ist gegenüber, so, das ist einfach aktuell nicht so meins, das zu gucken. Twitter wird explodieren. Ich glaube, es liegt daran, weil es so jeder macht und ich bin dann immer so bescheuert im Kopf und denke mir so, ja, es macht jeder und dann finde ich es irgendwie uncool, keine Ahnung. Ich muss dann immer so gegen den Strom schwimmen oder whatever, keine Ahnung. Das nennt man Forced Edginess. Kevin will immer maximal der Edgelord sein. Ey, alle spielen gerade Minecraft. Fuck it, Mann, ich spiele Terraria. Auf jeden Fall gucke ich die aktuell nicht so. Und ich hatte aber auch mehrmals im Stream gesagt, dass ich halt nicht vorhabe, die weiter zu gucken, weil es einfach dann irgendwie weird wäre, wenn ich nicht drin bin, aber die trotzdem gucke. So. Ja, 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 und das ist doch fein. Das jetzt doch alles gut. Das werde ich auch nicht machen, so. So, alles super und jetzt genau. Halt's Maul einfach, oder? Ja. Und also ich habe nicht irgendwie gegen irgendwen was, vor allem nicht gegen Hohniger Hugo. Ja, das hat wie gesagt, ich finde, der macht ganz gut gesagt. Und das, Kevin, hast du sehr schön zusammengefasst und jetzt halt die Fresse. Danke dafür, wir gehen rein.